Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem sehr wichtigen und aktuellen Thema: Ist Musik neutral? Die Überfremdung der christlichen Gemeinden durch heidnische Musik. Auf der Einladung wurde das Thema so angekündigt. Mit dem Argument, Musik sei grundsätzlich neutral, wurde in den vergangenen Jahren der atemrhythmische christliche Gesang weltweit in Abertausenden von Gemeinden durch eine von Pop und Rock inspirierte motorisch-rhythmische Musik ersetzt. Aus biblischer, musikwissenschaftlicher und künstlerischer Sicht beschäftigen wir uns unter anderem mit folgenden Fragen. Gibt es christliche Musik? Warum ist motorische Rhythmik widernatürlich und heidnisch? Wie wirkt Atemrhythmik und wie motorische Rhythmik? In einem ersten Teil beschäftigen wir uns mit dem geschichtlichen Aspekt vom Tempel zur Urgemeinde. Es ist nämlich so, die jüdische Musik des Tempels und der Synagoge aus dem Alten Testament ist die Grundlage der christlichen Musik im Neuen Testament. Also die frühen Christen haben die Musik des Volkes Israel in ihren Gemeinden übernommen. Diese Musik, die man eben im Tempel und in den Synagogen sang, hier auf dem Bild sieht man den ersten Bibelvers. Und es ist so, dass man im Hebräischen ja nur die Konsonanten schreibt. Und wer Hebräisch kann, kann das lesen ohne Angaben über die Vokale. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve ta'aretz. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Aber im Mittelalter haben die Rabbiner noch Punkte und Striche hinzugefügt, um die Vokale anzuzeigen, für die, die sonst nicht lesen könnten. Aber sie haben noch mehr getan. Sie haben auch Kantilationszeichen eingesetzt. Sieht man hier diesen Schrägstrich bei Bereshit. Das ist kein Vokal, dieser Schrägstrich, sondern das deutet einen Ton an. Und dann beim nächsten Wort dieser Ecken, das ist auch wieder eine Angabe, wie man das singen muss. Und so hat man also in den Synagogen beim Vorlesen der Bibel im Alten Testament schon und bis heute nicht einfach den Text verlesen, Bereshit bara Elohim, sondern der Chazan musste das singen. Dann hat das so geklungen nach diesen Zeichen, die ja jetzt wieder ganz neu gedeutet werden konnten. Das ist das Werk von der jüdischen Komponistin und Organistin Suzanne Aigventura, die so wie Jean Paulhan die ägyptischen Hieroglyphen wieder entziffern konnte, konnte sie diese Kantillationszeichen in ihrer ursprünglichen Bedeutung wieder deuten. Es ist nämlich so, von dem zweiten Tempel an, der ja im Jahr 70 zerstört worden war, wurde die Bedeutung dieser Handzeichen, die da angedeutet sind, eben vergessen. Und so singen die Juden in Polen anders als die Juden in Marokko. Und die Juden in Marokko singen anders als die Juden im Iran. Und die wiederum anders als die in Jemen. Aber die ursprüngliche Bedeutung wäre also diese Melodie. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Diese Melodie kommt da raus, wenn man die Zeichen richtig einsetzt. Und so ist das ganze Alte Testament beziffert. Jedes Wort und beziehungsweise Wortverbindung ist mit solchen Zeichen versehen.
Das könnte man natürlich jetzt vierstimmig ausstatten. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Also, diese Musik war die Musik der ersten Christen. Hier sehen wir den Tempelplatz in Jerusalem. Der Pfeil zeigt die Ostmauer. Entlang der Ostmauer war die Säulenhalle Salomos gebaut. Und Apostelgeschichte 5, Vers 12 berichtet uns davon, wie die ersten Christen ab dem Pfingsttag dort jeden Tag sich versammelten. Tausende von Juden, die sich bekehrt hatten zu dem Messias Jesus, kamen da täglich zusammen und wurden von den Aposteln im Tempel unterwiesen, wie es hier heißt. Und sie waren einmütig beieinander in der Säulenhalle Salomos. Das war eine Halle von etwa 250 Meter Länge, mit wunderbaren Säulen versehen und Zederndecken. Also ganz großartig, nicht wahr? Und erst noch kein Mietpreis. Das war gratis. So kamen sie zusammen. Und was haben diese frühen Christen gesungen? Natürlich die gleichen Lieder, die man schon im Tempel sang. Die alttestamentlichen Lieder und Psalmen. Aber eben, man sang ja nicht nur die Psalmen, sondern eigentlich das ganze Alte Testament. Aber Jesus Christus hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, das Evangelium bis an das Ende der Erde, bis zu den entferntesten Erdteilen der Erde auszubreiten. Apostelgeschichte 1,8. Und so kamen die frühen Christen mit dem Evangelium auch schon im ersten Jahrhundert eben nicht nur in Asien herum und bis nach Afrika, sondern auch nach Europa. Das berichtet uns ja ganz besonders die Apostelgeschichte. Ab Apostelgeschichte 16, die dritte Missionsreise von Paulus, da kommt er nach Europa und gründet eine Gemeinde um die andere. Zuerst Philippi, dann Thessalonich und so weiter geht das. Über seinen Dienst in Berea, nach Athen, dann nach Korinth. Ja, und was sangen diese ersten Christen in Europa? Die jüdische Musik verdrängte in Europa die heidnische Musik der Römer und Griechen. Diese frühen Christen übernahmen die gleichen Gesänge. Ganz interessant ist ja Apostelgeschichte 16, wo Paulus die erste Stadt in Europa evangelisiert. Er kam mit Silas ins Gefängnis und was hat er dort getan? Wund geschlagen im Stock, die Beine im Stock gebunden. Apostelgeschichte 16, 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lobsangen, griechisch Hymneo, Lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das Wort Hymneo bedeutet ein Loblied zur Anbetung Gottes singen. In Matthäus 26, 30 zum Beispiel wird das gesagt, dass der Herr noch nach dem Passamahl mit den Jüngern ein Loblied gesungen hatte und dann ging er hinüber in den Garten Gethsemane. Und dieser Ausdruck bezeichnet dort natürlich noch den Schluss dieser Psalmen, die man immer an der Passafeier durchgeht in der Familie. Psalm 113 bis 118. Also da hat der Herr mit seinen Jüngern noch aus der Bibel gesungen und dann ist er hinübergegangen. Und nun, als Paulus und Silas eben nach Europa kamen, lobsangen sie Gott im Gefängnis, da haben sie nicht plötzlich neue Lieder von den Römern übernommen, sondern sie haben ihre jüdische Art beibehalten. Aber interessant, obwohl sich der Gesang an Gott richtet, haben die Gefangenen zugehört. Und es hat eine evangelistische Wirkung gehabt auf sie. Und wir sehen ja in der weiteren Geschichte, wie der Kerkermeister dadurch vorbereitet wurde. Und als dieses Erdbeben kam und die Gefangenen hätten fliehen können, wollte er sich umbringen, weil nach römischem Recht stand die Todesstrafe auf der Sache, wenn Gefangene fliehen. Und so wollte er sich umbringen, aber Paulus hindert ihn, und er fragt, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Wie kam der Mann auf die Idee, dieser Heide aus Europa,
der nichts vom Evangelium wusste, von Kindsbeinen an, wie kommt er auf die Idee zu fragen, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Der hat etwas mitbekommen, offensichtlich. Und auch durch dieses Singen von Paulus und Silas. Und die Antwort war dann, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus errettet werden. Und so haben die frühen Christen in Europa eben auch diese Lieder übernommen. Und jetzt zwischendurch wollen wir darüber nachdenken, was wir jetzt geschichtlich gesehen haben. Erstens, weshalb übernahmen die frühen Christen nicht die Musik der römischen Kultur? Ich war, man hätte ja denken können, Paulus hätte eine Missionsstrategie entwickelt, die bedeutet, wir wollen kontextuell evangelisieren. Das heißt, wenn wir in eine andere Kultur gehen, schauen wir, dass wir möglichst diese Kultur übernehmen können für die Gemeinden. Aber was die Musik anbetrifft, wurde die Musik verdrängt. Und das hat dazu geführt, natürlich im ersten Jahrhundert waren die Christen eine kleine Minderheit in Europa. Aber in den weiteren Jahrhunderten hat sich das so entwickelt, dass effektiv die griechisch-römische Musik weitgehend verschwand aus Europa und durch die christliche Musik ersetzt wurde. Also im 4., 5. Jahrhundert, als das Christentum Staatsreligion war, war die heidnische Musik an den Rand gedrückt. Und die christliche Musik war der Ausgangspunkt für die ganze weitere Entwicklung der Musik in Europa. Aber diese christliche Musik war eben jüdisch-christliche Musik. Nun, die Antwort ist die Christen distanzierten sich von der Musik der Heiden, die unter anderem bei ausgelassenen Festen und ekstatischen Kulten verwendet wurden. Das wollten sie nicht irgendwie übernehmen und christianisieren. Das sind geschichtliche Fakten. Und es ist eine Tatsache, dass viele diese Tatsachen nicht wissen. Ich selber wurde zum ersten Mal damit vertraut durch meinen Lehrer am Konservatorium. Ich hatte das Vorrecht, Tonsatz, also Harmonielehre und Kontrapunkt, das Werkzeug für Komposition, von dem israelischen Komponisten Jehoshua Lackner zu lernen. Das war einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts aus Israel. Und von ihm habe ich das gelernt, dass die frühchristliche Musik eben zurückgeht auf die jüdische Musik. Und das konnte man auch nachweisen durch Übereinstimmung von Melodien der Juden in Jemen mit den Melodien der frühen Christen. Ich war Jemen und Europa hatten keine kulturellen Beziehungen. Und so wurde deutlich, diese Parallelen ergeben sich dadurch, dass sowohl die jemenitischen Juden als auch die frühen Christen in Europa die gleiche Quelle hatten für ihre Musik, nämlich den Tempel und die Synagogen aus Israel. Eine zweite Frage zum Nachdenken. Verdrängung von bestehender Musik durch eine andere Art von Musik. Kennen wir das auch in unserer Zeit? Und die Antwort ist eine zweifache. Erstens, die moderne afroamerikanische Musik verdrängte im 20. Jahrhundert die herkömmliche europäische Musik, also Klassik etc. Und das hat begonnen mit der Entstehung des Jazz, 1890 diese Entwicklung. Aber bis der Jazz so eine weite Verbreitung erlebte, da vergingen noch viele Jahrzehnte. Aber im 20. Jahrhundert ist diese Verdrängung so erfolgreich geschehen, wenn man im Radio einfach mal einen Sender um den anderen anklickt. Was hört man? Da hört man nicht europäische Musik, sondern man hört afroamerikanische Musik. Man kann eben auch sagen moderne Musik, man kann auch sagen Pop- und Rockmusik, was man auch immer will, aber man könnte das gut zusammenfassen, wie wir noch sehen werden, als afroamerikanische Musik. Und die hat im 20. Jahrhundert die herkömmliche Musik weitgehend verdrängt. Wenn man unter jungen Leuten fragt, was
welche Musik sie hören, dann hören praktisch alle afroamerikanische Musik und nicht mehr die herkömmliche Musik aus Europa. Aber etwas Zweites, die moderne afroamerikanische Worship-Musik verdrängte in den vergangenen Jahrzehnten die herkömmlichen christlichen Choräle und Lieder in den Gemeinden. Ganz eindrücklich ist das geschehen. Eine Zeit in vielen Gemeinden hat man beides nebeneinander hergeführt. Aber Rick Warren schreibt in seinem Buch, das ja weltweit die Gemeinden beeinflusst hat, in seinem Buch The Purpose-Driven Church, also Kirche mit Vision oder Gemeinde mit Vision auf Deutsch, da sagt er, das war ein Fehler, dass er in der Saddleback-Gemeinde früher beide Stilarten nebeneinander verwendet hatte. Er hat gesehen, das ist falsch, das frustriert alle. Das frustriert die, die die Choräle lieben, und das frustriert die, die die moderne Musik lieben. Man muss sich für eines entscheiden. Und da haben sie sich dann für Pop- und Rockmusik entschieden, sagt er. Und dann sei die Gemeinde explosionsartig gewachsen. Und Saddleback ist eine Vorbildgemeinde weltweit für Abertausende von Gemeinden, die das auch gemacht haben. Also wir kennen dieses Phänomen in unserer Zeit nochmals, in der Zeit, die die Bibel bezeichnet als die Endzeit. Das ist die Zeit, in der Jesus Christus bald wieder zurückkehren wird und das jüdische Volk wieder heimkehrt aus der weltweiten Zerstreuung ins Land der Väter, den Staat wieder gründet, die Wüste blüht auf, Hebräisch wird wieder gesprochen und so weiter. Das ist Endzeit. Also in der Endzeit geschieht auch in Europa wieder eine Verdrängung der bestehenden Musik durch eine neue Musik. So wie das in der Anfangszeit, also in der Zeit nach dem ersten Kommen von Jesus Christus geschehen ist. Dort hat die jüdisch-christliche Musik die heidnische Musik verdrängt. Und in unserer Zeit ist das Gleiche geschehen, aber einfach umgekehrt. Dass eine heidnische Musik die christliche Musik an den Wand gedrückt bzw. verdrängt hat. Warum sage ich heidnische Musik? Die afroamerikanische Musik ist geprägt durch motorische Rhythmusschläge. Das heißt, durch einen Rhythmus, bei dem im Takt, sagen wir im Viervierteltakt, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, da ist jeder Viertelschlag immer genau gleich lang. Ohne Variation. Das ist ein grundsätzlicher Gegensatz zur Musik in Europa und zur Musik im Alten Testament. Wir werden gleich sehen, da ändern sich nämlich die Länge der Viertelschläge, der Grundschläge. Aber in Afrika hat man von alters her festgestellt, wenn man die Trommel so klopft, dass die Grundschläge immer genau gleich bleiben und sich nicht ändern, dann hat das eine berauschende Wirkung. Und wenn man so in Trance, in Ekstase kommt, in Berauschung, dann kann man Kontakt aufnehmen mit der unsichtbaren Welt, der Geister, der Dämonen. Und darum spielt eben diese motorische Rhythmik in Afrika eine so grundlegende Rolle, weil in die afrikanischen Stämme, die haben nicht unterschieden zwischen Religion und Alltag. Alles war geprägt von ihrer Religion und von ihrem Geisterkult. Und darum prägt auch diese Musik, wo jeder Schlag immer genau gleich ist, die ganze Kultur. Sogar fürs Arbeiten. Aber das ist ein ganz grundsätzlicher Unterschied. Ich möchte das kurz illustrieren, obwohl das eigentlich alle wissen, wie das klingt. Sie hören jetzt nur das Schlagzeug. Aber jeder Schlag ist genau gleich. Zwei, drei, vier, eins, 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 zwei, drei, vier. Und dann wird dazu musiziert und gesungen.
Und alle Melodien müssen sich ganz genau in dieses Rhythmusmuster, das sich nicht ändert, vom Grundschlag her einordnen. Aber das ist etwas, was nach sehr kurzer Zeit dazu führt, dass das Gehirn gewisse Funktionen fallen lässt. Dass gewisse Gehirnregionen dann nicht mehr arbeiten. Also man kann sagen, motorisch-rhythmische Trommelschläge führen dazu, dass der Wachzustand des Gehirns eingeschränkt wird und runtergefahren wird. Daraus folgt Trance und Rausch. Man ist immer noch da, nicht wahr? Aber gewisse Regionen, zum Beispiel die Region des Parietallappens, dort hat man das Empfinden für Zeit und Raum. Das wird runtergefahren. Das Gleiche erlebt man in der tibetanisch-buddhistischen Meditation. Darum haben dann diese Mönche, die diese Meditation betreiben, das Gefühl, sie seien eins mit der Umwelt. Und die Zeit höre auf zu existieren. Es sei wie das Nirvana. Aber das ist nur eine Einbildung, weil das Gehirn einfach das Gefühl für Zeit und Raum und das Gefühl der Distanz, ich, mein Körper und die Umwelt, eben dort runterfährt. Und dann hat man das Gefühl, man sei eins mit der Umwelt. Also so entsteht Trance und Rausch. Es kommt zu einer verminderten Wahrnehmung der Zeit und des Raumes. Die Körperkontrolle wird reduziert. Die Denkabläufe werden geschwächt. Also in dem Sinn, dass man zum Beispiel kritisches Denken runterfährt. Und darum ist man unter dem Einfluss dieser Musik auch leichter beeinflussbar. Man übernimmt schneller auch seltsame Ideen. Und es entstehen dabei Glücksgefühle. Also die Parallelen sind auch da zu den Drogen. Bei den Drogen, wenn man Drogen nimmt, werden auch gewisse Gehirnregionen runtergefahren. Bis hin zur Ausschaltung. Da gibt es natürlich alle Abstufungen von nur ein ganz wenig über etwas mehr und noch mehr bis zum Extremzustand. Und das ist natürlich bei der Musik genau gleich, das kommt darauf an, wie lange man unter dem Einfluss steht und wie stark man sich innerlich dieser Musik öffnet und hingibt. Das spielt eine ganz wichtige Rolle. Aber man muss also sagen, diese motorischen Rhythmusschläge sind etwas ganz Typisches aus der heidnischen, vom Dämonenkult geprägten Musik Schwarzafrikas. Man findet das da auch in vielen anderen Stammeskulturen der Welt. Auch in Asien und bei den Indianern genau das Gleiche. Die haben das alles auch herausgefunden. Man kann eben Rausch und Trance nicht nur durch Drogen und Alkohol erreichen, sondern eben durch motorische Rhythmusschläge. Nun, die schwarzen Sklaven brachten die motorische Rhythmik des heidnischen Afrikas nach Amerika. Und als dann die Sklaverei abgeschafft wurde, mussten sich viele ehemalige Sklaven überlegen, was kann ich jetzt arbeiten? Und da haben viele auch begonnen, als Straßenmusiker zu arbeiten. Und in Bars und so weiter. Und dann haben sie eben diese Rhythmik von Afrika benutzt und haben von den Weißen in Amerika gelernt, wie die Melodien singen, nach ihrer Art, und wie die Akkorde Harmonien benutzen. Und so entstand der Jazz. 1890 entstand der Jazz. Alle 10 Jahre ungefähr entstand ein neuer Stil. Und so kann man die Jazzgeschichte sehr gut einteilen nach 10 Jahresperioden. In den 1940er Jahren wurde der Stil, den man nennt Rhythm and Blues, ganz besonders populär. Aber nicht so sehr unter den Weißen, unter den Schwarzen in Amerika. Aber da kam einer auf die Idee, ich verbinde Rhythm and Blues mit der Musik der Weißen in Amerika. Mit der Country Music. Und diese Mischung von afrikanisch-motorischen Rhythmen, gemischt mit europäischen Melodien, die auch Weißen gefallen. Nicht wahr? Natürlich hat man im Jazz etwas von der Melodik Europas übernommen, aber die dann eben
afrikanisch angepasst. Aber jetzt wurden wirklich Melodien der Weißen gemischt mit dem afrikanischen Rhythmus und das gab eine ganz neue Art von Musik. Und ziemlich früh hat man dieser Musik den Namen gegeben Rock'n'Roll. Diese Musik entstand 1953. Das Wort Rock'n'Roll ist ein Ghetto-Wort der Schwarzen in Amerika und bedeutet so viel wie Unzucht oder Hurerei. Weil man merkte, diese Musik zieht in diese Richtung, ohne dass man das erklären konnte. Und wenn man die Geschichte überschaut von 1953 bis 2012, so entwickelten sich aus diesem Rock'n'Roll unzählige neue Stile, moderne Stile, wie Hard Rock, Heavy Metal, Soft Rock, Soul Punk, Jazz Rock, Psychedelic Rock, Baroque Rock, Funk, Techno, House, Philly, Reggae, Folk, Beat, Surf, Disco und so weiter und so fort und auch Christian Worship Music oder charismatische Anbetungslieder. Die gehen in der Entwicklung alle zurück auf den Rock'n'Roll mit seinem motorischen Grundbeat, der nicht ändern darf. Nun, warum muss man das ablehnen? Gerade vor kurzem hat mir jemand ein Mail geschrieben und hat mich sehr eindringlich gefragt, warum lehnen Sie so grundsätzlich die motorische Rhythmik ab? Ja, in 2. Timotheus 4, Vers 5 sagt der Apostel Paulus zu Timotheus, du aber sei nüchtern in allem. Das mit nüchtern sein übersetzte Verb nepho im Griechischen bedeutet gemäß dem Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer, frei sein von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit. Von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Und das kommt nicht nur einmal vor an dieser Stelle, sondern ich habe hier gleich alle 11 Stellen im Neuen Testament, die die Gläubigen aufrufen zu Nüchternheit, hier zusammengestellt. 1. Korinther 15, 34, 1. Thessalonicher 5, 6, 8 und so weiter und so fort. 11 Mal. Eine wichtige Stelle in dem Zusammenhang, 1. Petrus 4, Vers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Interessant, dass das gerade in Verbindung mit dem Gebet gesagt wird. Und das ist nicht eine Empfehlung. Das ist ein Gebot Gottes. Du aber sei nüchtern in allem. Also sei frei von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit. Frei von Überschwang, Leidenschaft, Überstürzung, Verwirrung, Exaltiertheit. Aber wir sehen, seit diese moderne Musik in die Gemeinden gekommen ist, in den vergangenen Jahrzehnten, gerade im Zusammenhang mit der charismatischen Bewegung, da ist das üblich geworden, dass man in Worship-Zeiten, wie man das nennt, eben richtig abhebt. Und man braucht eben diese Rhythmik. Das funktioniert nicht mit Vivaldi. Das geht nicht. Wir werden gleich noch sehen, warum. Wir können das ganz genau erklären. Aber um diese Art von Gefühlen und eben Berauschung zu erleben, braucht es diesen motorischen Rhythmus. Aber man muss hier ganz grundsätzlich sagen, hier versündigt man sich gegen Gott. Denn man bricht ein Gebot, das die Bibel 11-mal so ausdrücklich nennt. Du aber sei nüchtern in allem, frei von jeder geistigen und seelischen Trunkenheit. So wird ja dieses Wort erklärt in dem griechischen Standardwörterbuch zum Neuen Testament von Walter Bauer. Nun, wir sehen das auch schon im Alten Testament, wie Musik eben missbraucht werden konnte, unter dem Einfluss des Bösen stand. Nicht wahr? Als Mose länger auf dem Berg blieb, er sollte die Gesetzestafeln abholen,
Da wurde das Volk ungeduldig und hat die Verehrung des goldenen Kalbes eingeführt. Und da wurde ein Fest gemacht. Und dann lesen wir, wie Josua, der zusammen mit Mose auf dem Berg war, diese Musik hörte. 2. Mose 32, Vers 17. Und Josua hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte, und sprach zu Mose: Kriegsgeschrei ist im Lager. Und er sprach: Es ist nicht der Schall von Siegesschrei und nicht der Schall von Geschrei der Niederlage, den Schall von Wechselgesang höre ich. Also Mose realisierte, das ist nicht Kriegsmusik. Aber es klang wie Kriegsmusik. Und was ist das Typische an Kriegsmusik? Dort benutzt man von alters her eben motorische Rhythmik. Und dadurch soll eben die Angst vor dem Töten abgebaut werden. Also da wird das Gehirn etwas runtergefahren und dadurch kann der Soldat die Angst, die uns natürlicherweise innewohnt, vor dem Töten eines anderen Menschen, kann so runtergefahren werden. Und wir merken hier, Josua sagte nicht: Mose, schau mal, das klingt wie damals, als wir durchs Rote Meer gegangen sind und dann das Lied der Erlösung gesungen haben. 2. Mose 15. Nein, er sagt, das ist Kriegsgeschrei. Das war eine ganz andere Art von Singen und Musik machen. Das war eben motorischer Rhythmus, nicht Atemrhythmus. Und schauen wir, was schon davor stand, in 2. Mose 32, 5. Und als Aaron es sah, das goldene Kalb, baute er einen Altar vor ihm. Und Aaron rief aus und sprach: Ein Fest dem Herrn ist morgen. Die haben also nicht gesagt, wir geben den Gott Israels auf, sondern das Ganze sollte eine Feier sein zur Ehre des Herrn. Ich verstehe hier Yahweh, das ist der Name des Bundesgottes Israels. Ein Fest dem Herrn ist morgen. Und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Also Opfer, die von Anbetung Gottes sprechen, nicht wahr? Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich in Ausgelassenheit gehen zu lassen. Da sehen wir genau Worship verbunden mit Ausgelassenheit, die bewirkt wird durch diese motorische Rhythmik. Nun, wir sind ja immer noch an dem Thema vom Tempel zur Urgemeinde, wie die Musik aus Israel nach Europa kam. In Römer 15 spricht der Apostel Paulus über seinen Auftrag, das Evangelium unter den Völkern zu verkündigen, die noch nie erreicht worden sind. Und in dem Zusammenhang sagt er in Vers 9, damit die Heiden aber Gott verherrlichen möchten, um der Begnadigung willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter den Nationen und deinem Namen Psalmen singen. Also hier wird aus Psalm 18 zitiert, um zu sagen, seht ihr schon, in den Psalmen wird gesagt, da sagt der Psalmist, dass er Gottes Namen unter den heidnischen Nationen bekennen wird. Und unter diesen heidnischen Nationen wird er Gott Psalmen singen. Also Lieder aus dem Alten Testament. Das Wort für Psalmen singen im Griechischen heißt Psallo. Und das hat grundsätzlich drei Bedeutungen. Die Urbedeutung ist Zupfen einer Saite. Also ein Instrument spielen. Und dann bekam es eine zweite Bedeutung, ein Lied oder einen Psalm begleiten mit einem Saiteninstrument. Und schließlich konnte Psallo sogar gebraucht werden, einfach für Singen, selbst wenn man kein Instrument hatte. Aber Römer 15, 9 spricht also ganz klar davon, dass eben die jüdische Musik, die Psalmen, unter den Nationen gesungen werden sollten. Und das war eben die biblische Rechtfertigung, dass die jüdische Musik auch in die Gemeinden unter den heidnischen Völkern hineingebracht werden sollte. In Epheser 5, Vers 18 haben wir auch wieder eine Stelle über den frühchristlichen Gesang. Man beachte, die Epheser-Gemeinde in der heutigen Westtürkei
war eine Gemeinde hauptsächlich aus, oder zu einem großen Teil aus Heiden bestehend. Also aus Menschen, die nicht jüdischer Abkunft waren. Und da sagt Paulus in Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr zueinander redet in Psalmen, griechisch Psalmos, und Lobliedern, griechisch Hymnos, und geistlichen Liedern, griechisch Ode Pneumatike, singend, griechisch Ado, und spielend, Psallo, dem Herrn mit eurem Herzen. Danksagend allezeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also das erste ist, haltet euch fern von Berauschung. Das, was eben die Heiden gerade mit, im Zusammenhang mit ihrer Musik oft erlebten. Und er erklärt, wenn man, ich sage jetzt mit meinen Worten, wenn man das Gehirn runterfährt, eben sich berauscht, dann entsteht Ausschweifung. Weil dadurch auch zum Beispiel der Stirnlappen, das ist der Hirnteil ganz vorne hinter unserer Stirn, darum heißt der Stirnlappen, der wird auch runtergefahren. Und das ist der Bereich, wo Selbstkontrolle, Organisation, Planen und so weiter lokalisiert ist. Und jetzt versteht man, warum man eben beim Weintrinken, wenn man zu viel Wein trinkt, verliert man die Kontrolle über sich selbst. Eben weil dieser Gehirnteil runtergefahren wird. Aber Gott verbietet das Runterfahren. Er sagt, berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist. Sondern, es kommt der Gegensatz, werdet mit dem Geist erfüllt. Und da haben manche die Idee gehabt, das bedeutet, ja, man soll eine Berauschung erleben durch den Heiligen Geist. Nein. Das ist gerade der Kontrast zur Berauschung. Denn der Heilige Geist wird ja genannt in 2. Timotheus 1, Vers 7, ein Geist der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Das griechische Wort für Besonnenheit bedeutet auch Selbstkontrolle. Also, der Heilige Geist ist ein Geist der Selbstkontrolle. Das heißt, er hilft unserem Geist, den Frontallappen besser zu gebrauchen, wo eben Planung, Selbstkontrolle und so weiter lokalisiert ist. Und so wird erklärt, eben, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Und jetzt wird erklärt, wenn man mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, und das geht ja nur, wenn Sünde in unserem Leben keinen Platz haben darf. In Epheser 4, Vers 30, im gleichen Brief steht nämlich, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, mit welchem ihr versiegelt worden seid. Und dann wird erklärt, dass aller Zorn, Wut und Geschrei und Bosheit und so weiter und Nichtvergebungsbereitschaft, da soll alles weggetan werden. Also wir können mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn wir diese Dinge, die gegen Gott und gegen seinen Geist sind, wenn wir die hinaustun, bekennen und die Vergebung und Reinigung dafür annehmen. Dann können wir mit dem Geist erfüllt werden. Und jetzt, was geschieht dann? Indem ihr zueinander redet, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und so weiter, dem Herrn mit eurem Herzen. Also, in Verbindung mit dem Erfülltsein vom Heiligen Geist wird gesprochen, dass wir Lieder singen sollen. Aber nicht irgendwelche Lieder, sondern hier wird gesagt Psalmen. Das entspricht also diesen Gesängen aus dem Alten Testament. Und Lobliedern, Hymnos, ist ganz speziell ein Lied zur Anbetung Gottes. Das kann also bezeichnen ein Text direkt aus der Bibel oder auch einen neu gedichteten Text, der aber dem biblischen Inhalt entspricht. Und geistliche Lieder, das sind Lieder, die nicht unbedingt Anbetungslieder sind, sondern eine geistliche Botschaft enthalten. Nicht wahr? Nur ein Teil unserer Lieder richtet sich an Gott. Aber wenn wir singen, befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allerbesten Pflege des, der den Himmel lenkt, dann richtet sich das nicht an Gott, sondern das richtet sich an meine Mitchristen. Als Aufforderung, als Ermutigung,
eben die Not, die Nöte und Sorgen im Vertrauen auf den Herrn abzugeben. Er hat die ganze Welt in der Hand. Und alle diese Lieder haben ihren Platz. Und dann wird gesagt, singend und spielend dem Herrn. Interessant, nicht nur singen, sondern hier werden auch die Musikinstrumente erwähnt. Psallo, was eben zupfen bedeutet, oder Gesang begleiten mit einem Saiteninstrument. Nicht wahr, da könnte jemand sagen, ja, aber das Psallo kann ja bedeuten, auch singen ohne Instrument. Ja gut, wenn man das so übersetzen würde, dann würde das heißen, geistlichen Liedern, singend und singend dem Herrn. Das geht nicht. Also hier kann Psallo nicht bedeuten singen, sondern weil es zusammen aufgeführt wird mit singen, bedeutet das singen und spielend. Es geht um ein Musikinstrument. Also wenn jemand sagt, im Neuen Testament wären Musikinstrumente nicht angebracht, dann ist das nicht richtig. Wenn die Bibel sagt hier etwas von Musikinstrumenten. Aber in der Parallelstelle in Kolosser 3, dort ist der Text fast gleich. Da sagt auch der Apostel Paulus von den Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singend dem Herrn mit eurem Herzen. Aber dort erwähnt er das Wort Psallo nicht. Da sagt er nur singen. Und daraus können wir ableiten, es ist nicht ein Gebot, dass man beim Singen ein Instrument haben muss. Denn Kolosser 3 sagt einfach singend dem Herrn. Aber Epheser 5 macht klar, dass das durchaus Gottes Gedanken entspricht. Singend und spielend. Und jetzt sehen wir, aber der Sinn davon muss sein, dem Herrn. Es muss zu seiner Ehre sein. Alles soli deo gloria, allein Gott zur Ehre. Und zwar eben dem Herrn, das heißt dem, der über unser Leben bestimmt und regiert. Und dann wird noch weiter gesagt, mit eurem Herzen. Das Herz ist das Zentrum des Menschen. Sprüche 4 sagt, von dem Herzen gehen alle, sind die Ausgänge des Lebens. Das ist das Zentrum unseres Ichs und unseres Wesens. Unsere Gedanken und Empfindungen. In der Bibel ist das Herz der Sitz der Gedanken und Empfindungen. Etwa wir unterscheiden im Deutschen zwischen Kopf und Herz. Das macht die Bibel nicht. Die Bibel spricht davon, vom Denken mit dem Herzen und von dem Fühlen mit dem Herzen. Das gehört zusammen. Das darf man nicht trennen. Ja, aber eben, dem Herrn mit eurem Herzen. Und da muss man sich fragen, wie singe ich christliche Lieder? Einfach nur so runtersingen und man beschäftigt sich gar nicht mehr mit dem Text. Und der Text drückt gar nicht mehr aus, was wir im Herzen empfinden, dann ist es nicht biblisch. Also es muss so sein, dass diese Lieder von Herzen gesungen werden. Und zwar eben erfüllt vom Heiligen Geist. Das ist der Ausdruck davon. Aber noch etwas Interessantes, wenn es schon heißt spielen. Wie soll man spielen? Das hängt ja immer noch zusammen mit dem Satz, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr zueinander redet und singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Das heißt also, auch das Begleiten muss aus dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist hervorkommen. Das ist interessant, darüber spricht man nicht oft. Sogar wenn man als Instrumentalist spielt, ist das nicht eine Nebensache, wie das geschieht. Da muss die Verbindung mit dem Herrn auch stimmen. Und auch da gilt, dem Herrn, zur Ehre des Herrn, und auch da gilt, dass man das ganze Herzensanliegen, das Herzblut dabei einbringt. Also da können wir sehr vieles lernen, ganz praktisch. Wie soll man singen? Also die Bibel macht ganz klar, erfüllt vom Heiligen Geist. Wie soll man ein Instrument spielen? Erfüllt vom Heiligen Geist, von Herzen für den Herrn. Jetzt sehen wir hier Psalm 133 auf Hebräisch. Und ich habe ja schon erklärt, dass die Rabbiner im Mittelalter diese Kantillationszeichen hinzugesetzt haben.
Und so wissen wir, wie diese Musik geklungen hat im Alten Testament. Zuerst kommt ja nur der Titel, aber schon den Titel singt man. Shir Hamalot le David, ein Lied der Hinaufzüge von David. Shir Hamalot le David. Das ist der Titel. Und dann kommt, wir kennen das wohl von einem israelischen Lied her, mit anderer Melodie. Hinnema Tov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachat. Aber wenn man jetzt die Zeichen hier verfolgt, dann ist das so. Es beginnt auf der Quinte, denn wir haben hier diesen Keil, das heißt der fünfte Ton in der Tonleiter. Hinnema Tov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachat. Hübsche Melodie, oder? So hat man gesungen. Aber jetzt eben, wie gesagt, diese Zeichen geben die Tonhöhe an. Sieht man beim ersten Wort, Shir, das ist so ein Schrägstrich. Das geht eben wohl zurück auf Handzeichen, die der Dirigent im Tempel jeweils gegeben hat. Für den Chor und für das Orchester. So konnte er also genau angeben, welche Töne durch Handzeichen. Und jetzt sieht man auch, darum war eben im Alten Testament, im Tempel, der Dirigent so wichtig. Wir kennen den. Nur vielleicht unter einem anderen Namen. In vielen Psalmen steht doch im Titel dem Vorsänger. Ein Psalm von David. Lamnazeach, der Vorsänger, das war der Dirigent. Der Menazeach ist der Dirigent des Orchesters gewesen. Und David hat ja drei Hauptdirigenten eingesetzt über die 4000 Musiker zu seiner Zeit, unter anderem Asaph. Und so hat er damals diese Musik eingerichtet und mit diesen Zeichen konnte man angeben. Jetzt sieht man bei Shir, das ist so ein Schrägstrich, das ist eben der zweite Ton in der Tonleiter. Gerade, das wäre der Grundton. Na, 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 na. Dann so eine Ecke nach oben und dann diese Ecke, das ist der fünfte Ton. Ja, jetzt kann man das also nach diesen Tönen singen, aber die Frage ist, welchen Rhythmus muss man nehmen? Da stehen keine Tonlängen. Die haben sich ergeben durch den Rhythmus der Wörter. Also, die natürliche Betonung der Wörter ergeben den Rhythmus. Hinemat hofu manaim, shevet achim gam yachat. Also die Wörter ergeben den Sinn des Rhythmus. Und dann muss man wieder atmen, nicht wahr? Also siehe, wie gut und wie lieblich. Da setzt man ein bisschen ab beim Rezitieren. Wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das Öl auf dem Haupt, das herabkommt auf den Bart Aarons. Auf den Bart Aarons, das herabfließt auf den Saum seiner Kleider. So wörtlich übersetzt, ein Text hier. Aber merkt man, man muss also nach dem Rhythmus der Wörter gehen und man muss dort, wo wir im Deutschen ein Komma setzen würden, muss man etwas innehalten. Da geht man auch mit der Stimme ein bisschen runter. Und die Melodie ist genau so. Siehe, wie gut und wie lieblich. Siehe, wie gut und wie lieblich. So ist die Melodie hier. Hinema tofu manaim, shevet achim gam yachat. Sind wir auf dem Grundton. Und da muss man wieder atmen und dann geht's weiter. Kashemena tof alarosh und so weiter. So ist das also gegeben durch eine natürliche Atmung, wie man einen Text rezitiert. Und das gibt uns eben wichtige Hinweise, wie Musik sein soll. Jetzt kommen wir wirklich zur Frage, was ist Atemrhythmik und was ist motorischer Rhythmus? Viele kennen wohl das Lied von Graf von Zinzendorf, ein Choraltext. Herr, dein Wort, die edle Gabe,
diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Wir sehen, die Poesie ist so aufgebaut, immer eine Verszeile ist eine Einheit für sich. Herr, dein Wort, die edle Gabe. Dann kommt ein Komma und da atmen wir. Nicht wahr? Wenn man das rezitiert. Diesen Schatz erhalte mir. Da kommt ein Strichpunkt, da geht man auch wieder, wie am Schluss der ersten Zeile, mit der Stimme etwas nach unten und hält inne, atmet. Und dann geht es weiter. Denn ich ziehe es aller Habe. Man atmet wieder. Und dem größten Reichtum für. Punkt. Man geht mit der Stimme runter und verlangsamt auch ein bisschen auf das Ende. Nicht wahr? Und dem größten Reichtum für. Man atmet wieder ein. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Da geht man ein bisschen rauf mit der Stimme, weil es eine Frage ist. Und atmet wieder. Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Also in der Dichtung, überhaupt in der Sprache, haben wir es immer zu tun mit Bögen. Nicht mit einzelnen Buchstaben, die haben keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Aber wenn man zusammensetzt, ein paar Buchstaben, Herr, dann haben wir schon ein Wort. Aber Herr allein sagt noch nicht so viel aus. Aber ein Satzteil, Herr, dein Wort, die edle Gabe, das sagt schon viel aus. Das ist für sich ein sprachlicher Bogen, der dann ergänzt wird durch einen zweiten, diesen Schatz erhalte mir. Und so weiter. Das sind wichtige Überlegungen zur Musik und wie gesungen werden soll. Und zwar in der Weiterfolge der alttestamentlichen Musik, die, wie wir gesehen haben, ganz aufs Wort zentriert war und eben den Wortrhythmus auch zum Ausgangspunkt der Rhythmik hatte. Übrigens in Epheser 5, wo wir gelesen haben, werd erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann, dass man Lieder singen soll, dort steht ja redend zueinander. Und das ist für uns etwas eigenartig im Deutschen, wenn hier steht reden, wenn es um Lieder geht. Aber es ist in der Bibel immer so, wenn über Lieder gesprochen wird, dass es dann heißt, sie sprachen. Zum Beispiel auch in Offenbarung 5, wenn der himmlische Chor singt, heißt es, sie sprachen, dann singen sie ein neues Lied. Aber singen ist eben reden. Und da wird ein Text, eine Botschaft weitergegeben beim Singen. Und gerade dieses Reden zueinander zeigt eben, wie die Sprache im Zentrum steht. Wie der christliche Gesang eben logozentrisch ist. So wie der Gesang Israels im Alten Testament. Jetzt gehen wir zu diesem Choral. Herr, dein Wort, die edle Gabe. Wir haben hier die Noten. Und wir sehen, als Choral ist er so aufgebaut, auf jedes Wort oder jede Silbe gibt es eine Note. Sehr oft sind das Viertelnoten. Und es ist leider so, viele Kinder, die in den Musikunterricht gehen, die lernen, wie das funktioniert mit dem Rhythmus, ein Viervierteltakt, man zählt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Also die erste Note ist ein bisschen mehr betont als die zweite, die dritte wieder ein bisschen mehr und die vierte ist wieder unbetont. Und dann wird auf 1, 2, 3, 4. Oder wenn es ein Dreivierteltakt ist, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann wollen diese Schüler oft den Lehrern Freude machen, dass sie das ganz genau spielen und dann spielen sie jede Viertelnote genau gleich. Und das wäre eigentlich motorische Rhythmik, nicht wahr? Und da muss man dann sagen, das ist völlig unmusikalisch. Jetzt beginnt die Musik erst. Wenn ihr die Noten im richtigen Moment spielen könnt, dann beginnt die Musik. Also ein Schüler würde vielleicht diese Melodie so spielen. Musik.
Aber das ist nichts. Eben, man muss sich eben vorstellen, jeder Ton ist nicht einfach für sich, sondern das ist wie ein Wort. Aber das muss eine ganze Linie geben, wie ein Satz. Also man kann nicht spielen, sondern man muss eine Linie sehen. Die Noten gehen ja hinauf und dann wieder runter, ja? Und beim Text haben wir dann Gabe, Komma. Und dort muss man atmen. Auch in der Musik. Das ist eine Phrase, ein Satzteil. Und es ist oft so, wenn die Noten hinaufgehen, wird auch die Lautstärke etwas intensiver. Und wenn es wieder runtergeht, geht es zurück in der Intensität und ein bisschen verlangsamt man. Also so. Ich übertreibe, damit man es wirklich merkt. So entspricht das ganz genau den sprachlichen Bögen und den sprachlichen Verszeilen. So muss man auch die Melodieführung machen. Wir können das vielleicht mal singen, zuerst, wie man es eben nicht singen soll. Jeder Viertel ist einfach genau gleich. Jetzt habe ich ein bisschen verlangsamt am Schluss. Entschuldigung. Es ist so schwierig, falsch zu spielen. Ja, aber sonst haben wir gemerkt, wir haben einfach durchgezogen. Und jetzt singen wir das mal richtig. Dass man eben die Bögen merkt, dass man atmet, dass man am Ende des Bogens ein bisschen verlangsamt. Und noch etwas. Wenn eine Note etwas betont ist, dann bringt man sie oft ein bisschen zu spät. Aber es ist eben nicht zu spät, das ist dann genau richtig. Aber auf diese Art. Herr, dein Wort, vieler Gabe. Ich habe ein bisschen übertrieben, damit man es merkt. Das spielt zum Beispiel gerade beim Cembalo-Spielen eine noch größere Rolle als bei anderen Instrumenten. Auf dem Cembalo sind ja alle Töne grundsätzlich gleich laut. Man kann schon umstellen, dann ist man aber laut oder man ist leise. Man kann nicht allmählich lauter werden. Und darum kann man einen solchen Bogen nicht spielen, wie man das auf der Geige spielen würde. Dass man mit der Melodie etwas intensiver wird und dann wieder zurückgeht. Aber dort macht man alles mit zu spät kommen. Also dann ist es ganz wichtig, dass man Herr, dein Wort, Wort kam ein bisschen später, aber durch das zu spät kommen bekommt es einen Akzent, ohne dass man mehr drückt. Also jetzt mal richtig, damit man es eben auch spürt, wie das anders ist. Herr, dein Wort, edler Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich wie es alle habe und dem größten Reichtum führ. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll dir Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Merkt man den Unterschied? Ich hoffe es. Ja, ich habe in Vorträgen gemerkt, wenn ich das erkläre, die meisten kommen nicht raus. Und dann sogar solche, die musikalisch sind. Und die behaupten nachher, in der Popmusik, das sei genau gleich wie in der klassischen Musik. Da habe ich gemerkt, ja, ich muss es noch besser erklären.
Und darum habe ich jetzt auch diesen Vortrag gemacht, wo man das eben mit Beispielen und selber singen und so weiter, damit man wirklich merkt, und auch mit der Rezitation von Gedichten, damit man merkt, wie diese Bögen funktionieren. Aber ich habe das auch schon gemacht an einem Ort, und dann hat jemand, der ganz musikalisch ist, gesagt, aber beim Winter von Vivaldi ist es doch motorisch. Nein, es ist auch dort nicht motorisch. Natürlich ist das so schnell, schnelle Passagen, die genau im Takt gespielt werden. Aber das sind Bögen, und da muss man hören, sobald der Bogen abgeschlossen ist, wird langsamer. Man atmet, aber sehr kurz, weil das Ganze sehr schnell ist. Im ersten Satz zum Beispiel, wo dieses Sommergewitter gespielt wird. Ein Sommersturm. Aber es ist atemrhythmisch, und darum flippen die Leute nicht aus. Jetzt habe ich vom Sommer gesprochen, aber es ist ähnlich wie beim Winter, da gibt es einen Wintersturm. Ja, also bei beiden, beim Sommer und beim Winter gibt es einen ganz schlimmen Sturm, sehr schnell gespielt, aber es ist atemrhythmisch. Die Bögen werden immer eingehalten. Das kann man nicht mit einem Schlagzeug einfach durchschlagen, dann kommt man völlig daneben. Es funktioniert nicht. Und jetzt ein paar Zitate von großen Musikern und Spezialisten zu diesem Thema. Elmar Bozzetti in seinem Buch Einführung in musikalisches Verstehen und Gestalten, Frankfurt 1988, schreibt: Die allgegenwärtige Unterhaltungsmusik heute rückt Grundschlag und gleichförmige Taktbetonung stark in den Vordergrund, damit der Konsument sich einschwingen kann. Das ist eben Swing. Sich einschwingen kann in eine gleichförmige Bewegung, von der er sich passiv und selbstvergessen tragen lassen kann. Das Metrum, also der Grundschlag, bekommt so die Bedeutung eines kollektiven Gleichschritts, der jede Regung des individuellen Bewusstseins verdrängt und jede innere Aktivität lähmt. Und das ist noch wichtig, der kollektive Gleichschritt, das ist ja auch bei der Militärmusik, wenn sie ganz motorisch gespielt wird, war eben die Absicht, die Soldaten sollten sich als eine Einheit fühlen. Und heute neurologisch kann man sagen, da wird eben der Parietallappen, wird dort etwas runtergefahren. Und dann fühlt man sich mit der Umwelt eins. Und so fühlen sich die Soldaten, die miteinander im Gleichschritt laufen, völlig motorisch, fühlen sich miteinander verbunden. Wir gehören zusammen. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Und das Gleiche auch in der Technomusik. In der Technomusik, da gibt es ja nicht viele Aggressionen und Schlägereien an diesen großen Umzügen wie Love Parade und Street Parade. Ja? Und da wird immer so gelobt, wie friedlich die sind. Und das ist eben bei der Technomusik, wo die Grundschläge auch extrem schnell sind, dort fährt offensichtlich genau der Parietallappen besonders runter. Und dann fühlt man den Unterschied im Raum nicht mehr. Man fühlt sich mit den Leuten nebenan eins. Und darum wird auch oft gesagt in der Technomusik, dass da Feindschaften aufhören. Und dass Leute, die einem lästig sind und unangenehm, plötzlich empfindet man die nicht mehr so. Aber es ist eine Täuschung dadurch, dass das Gehirn eben so runtergefahren wird. Und im Hardrock ist der Grundschlag auch ganz genau gleich, aber nicht so schnell wie bei Techno, und dort bewirkt es wieder etwas anderes im Gehirn, das runtergefahren wird. Und dort löst es Aggression aus. Das ist die Erklärung, warum bei Hardrock-Konzerten so oft Schlägereien vorkommen können. Hingegen bei Techno nicht. Aber das hängt damit zusammen, dass andere Hirnteile runtergefahren werden. Ein weiteres Zitat von Hugo Riemann. Das war ein großer Musikpädagoge, und das ist der Grundleger eines der wichtigsten Musiklexikas, Hugo Riemann. Man spricht über sein Musiklexikon einfach über den Riemann.
Das ist wirklich die große Wissenssammlung für Musiker und Musikwissenschaftler. Also Hugo Riemann schrieb, das wirklich genaue im Takt spielen, zum Beispiel nach dem Metronom, das ist diese Maschine da nebenan, ist ohne lebendigen Ausdruck, maschinenmäßig, unmusikalisch. Das ist ein hartes Urteil. Es ist nicht Musik, es ist unmusikalisch. Darum, wenn Schüler mit dem Metronom üben, dann geht es nur darum, dass sie wissen, was ist eigentlich das Grundtempo, von dem ausgegangen werden muss. Aber jetzt muss man nicht so spielen, sonst macht man keine Musik. Aber dieses Grundtempo muss man halten bis zum Schluss, das muss man lernen. Aber innerhalb des Stücks wird jetzt der Rhythmus geführt. Die Viertelgrundschläge werden geführt, verlangsamt und im richtigen Moment wieder angezogen. Ludwig van Beethoven, einer der größten Komponisten der Weltgeschichte, schrieb, meine Musik soll mit dem Gemüt und nicht mit dem Metronom aufgefasst werden. Man muss sie fühlen und begreifen wie eine gelungene Dichtung und nicht sie mit bloßer Fingerfertigkeit spielen. Also das ist schon bedeutsam. Er sagt ganz klar, das darf man nicht metronomisch spielen. Und er macht den Vergleich mit einer Dichtung. Sieht man das? Ein Beispiel. Beethoven Sonate F-Moll. Viervierteltakt. Wir beginnen mit Auftakt. Und so weiter. Also merkt man, so will er, dass es gespielt wird. Und ja, nicht metronomisch. Also ja, nicht so. 1, 2, 3, 4, dann. Es geht gar nicht. Aber so würde es ein Schüler spielen, der Rhythmus noch nicht richtig verstanden hat. Gut, gehen wir weiter. Ein Zitat von Franz Liszt. Das war einer der größten Pianisten. Er hat ja das berühmte S-Dur-Klavierkonzert komponiert. Das ist das Orchester und dann kommt das Klavier. Also der konnte schon Klavier spielen. Und der schreibt, allerdings ist der metronomische Vortrag lästig und widersinnig. Zeitmaß und Rhythmus müssen sich der Melodie, der Harmonie, dem Akzent und der Poesie fügen. Das ist ganz klar, das ist nicht meine private Idee. Und auch da wird wieder Poesie als Vergleich herangebracht. Man geht von der Sprache aus, von der natürlichen Sprache. Und es ist eben so, diese Atemrhythmik entspricht den natürlichen Zeitrhythmen des menschlichen Organismus. Der Puls ist ja auch nicht immer gleich, sondern wenn wir in eine angespannte Situation kommen, dann geht der Puls hinauf. Und wenn wir uns wieder beruhigen, geht er runter. Er verläuft auch in großen, langen Bögen. Puls und Herzfrequenz. Bei der Atmung ist es auch so, wir atmen nicht immer gleich, sondern wenn wir in Anstrengung hineinkommen, in Stress, dann geht die Atmung hinauf, ohne dass wir es merken. Und wenn es sich wieder beruhigt, geht es runter. Man hat das auch gemessen bei Leuten, die Musik hören. Und wenn Sie zum Beispiel Brandenburgisches Konzert von Bach hören, sobald die Musik intensiv und schnell wird,
sieht man, die Atmung wird schneller. Aber leicht zeitverschoben. Also es ist schön, mal diesen Ausdruck, Computerausdruck zu sehen mit den Noten. Und dann sieht man, die Herzfrequenz geht rauf, aber etwas später, als die Musik intensiv geworden ist. Und wenn die Musik sich wieder beruhigt, etwas zeitverschoben, geht dann die Atmung auch wieder runter. Und die Gehirnstromfrequenzen, die sind eben auch, die verlaufen auch in Bögen. Die sind nicht immer gleich. Und wir haben also solche Zeitrhythmen im menschlichen Organismus. Es gibt solche, die verlaufen über ganz lange, große Bögen. Es gibt solche, die laufen über kürzere Bögen. Und so ist die Musik eben auch aufgebaut. Aus kleineren Bögen. Und diese kleineren zusammen bilden wieder einen größeren Bogen. Und das muss man alles auch beachten bei der Interpretation. Aber die Taktmotorik der Rock- und Popmusik, der afroamerikanischen Musik, der charismatischen Lieder ist wieder natürlich. Entspricht gar nicht dem, wie wir gebaut sind, und destruktiv. Und diese Rhythmik stammt aus den ekstatischen Kulten Afrikas. Und das ist neu so hineingekommen in unserer Zeit in die Gemeinden. Das ist übrigens diese Sonate, die ich da ein bisschen gespielt habe, im Dunkeln. Ja, man sieht, Viervierteltakt nochmals. Hat man gemerkt, das Eins habe ich ein bisschen zu spät gebracht. Ja? Eins, zwei, drei, vier, eins. Übertrieben. Und durch dieses zu spät kommen gibt es einen Akzent. Nochmals jetzt im Zusammenhang, ohne dazwischen zu schwatzen. Und jetzt kommt eine große Verzögerung, ja? Das hat er dann sogar noch angeschrieben. Normalerweise schreibt er das gar nicht hin. Man muss einfach wissen, wo man verlangsamen muss. Aber wenn es zu stark ist, dann ist es natürlich nötig. Und jetzt atme ich. Ich hätte also ein bisschen kürzer sein sollen. Und jetzt. Ja, falsche Note. Gut, also jetzt haben wir es aber, denke ich, an dem Beispiel auch wieder gesehen. Eben nach dieser Verlangsamung, dann ist wieder a tempo, man atmet ein und dann ist man wieder im Grundtempo. Ein ganz gutes Beispiel, da habe ich gemerkt, da versteht man es besonders gut, ist Nummer 4 aus den 24 Prälude von Frédéric Chopin. Das habe ich vor kurzem in Bolivien gespielt, für deutschstämmige Mennoniten und Indianer aus dem Bergland. Quechua-Indianer. Und nach dem Vortrag ist ein junger Mann zu mir gekommen und hat gesagt, das habe ich so richtig gespürt. Da habe ich gemerkt, also das Beispiel ist gut, man merkt es dann. Sieht man, das ist ein ganz langsames, sehr ausdrucksvolles, simples, einfaches Stück. Nicht prätentiös. Und es ist eine ganz einfache Melodie in einen kleinen Tonraum und wird begleitet von Achtelnoten. Ja. Jetzt spiele ich das mal vor und jetzt merkt man, wie stark diese Achtel in der Länge ändern. Aber nicht plötzlich, sonst ist es unmusikalisch. Nicht wahr, wenn jemand ein Choral so spielen würde. Herr, dein Wort ist... Das ist unrhythmisch. Man kann nicht irgendwie verändern. Das muss im Verlauf der Bögen geschehen. Und hier auch. Thank you.
Ja gut, aber jetzt haben Sie gemerkt, das ist so ausdrucksvoll. Jetzt könnte ich das mal spielen metronomisch und merkt man, da ist die ganze seelische Tiefe ist zerstört. Man kann nicht die tiefen Gefühle des Menschen ausdrücken mit motorischer Rhythmik. Da kommt nur so das Ausgelassene, die oberflächliche, feuchtfröhliche Emotion kommt dann auf. Aber jetzt, man merkt den Unterschied. Diese Emotionen kommen eben durch das wenig zu spät kommen. Das macht's aus, oder? Ganz, ganz wenig zu spät. Natürlich, jetzt habe ich es auch ein bisschen langsamer gespielt als im Beispiel vorhin. Aber dadurch wird deutlich, beim langsamen Spielen geht es eben wirklich um dieses Führen des Tempos. Und beim anderen braucht es ein bisschen ein schnelleres Grundtempo, aber dann klingt es einfach so flott. Und also nochmals fasse ich zusammen, die variable Atemrhythmik ermöglicht den Ausdruck tiefliegender seelisch-geistiger Regungen. Durch Taktmotorik wird dies zerstört. Und wir sehen vielleicht auch, dass gerade in diesem Bereich liegt ein ganz wesentlicher Teil der künstlerischen Arbeit in der Musik. Ich muss mir sagen, wenn man Musik metronomisch spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich aufhören, Klavier und Geige zu spielen. Nein, das wäre so langweilig. Ja, also jetzt haben wir das mit dem Choral gesehen, mit ein paar klassischen Musikbeispielen. Und jetzt möchte ich ein paar Zitate von Leuten bringen, von Christen, die sich für eine moderne Musik in der Gemeinde ausgesprochen haben und damit in den vergangenen Jahren auch enormen Einfluss gehabt haben. Steve Lowhead, Mitglied der Rockband Mother Rush, schreibt in seinem Buch Christliche Rockmusik »Ein Schaf im Wolfspelz«. Und leider hat dazu Manfred Siebald, der viele so schöne Lieder komponiert hat, die auch atemrhythmisch sind und andere dann wieder ganz motorisch, gibt beides, hat leider ein Vorwort dazu geschrieben. Dieser Steve Lowhead schreibt, Musik in jeglicher Form ist von Gott gegeben. Etwas von Gott Geschaffenes teuflisch zu nennen, erweitert Satans ohnehin begrenzten Machtbereich und verringert Gottes höchste Gewalt. Das ist Gotteslästerung. Die Aussage ist sehr stark. Und sie ist falsch. Und man kann das zeigen mit einem anderen Beispiel. Musik hat göttlichen Ursprung. In Hesekiel 28 lesen wir davon, dass als dieser Engel, der später zum Satan wurde, erschaffen wurde, da wurden auch seine Musikinstrumente von Gott bereitet. Flöte und Tamburin. Es war ein Musikerengel im himmlischen Tempel.
Hesekiel 28. Der genaue Text ist in der alten Elbefelder. Gut, also das ist von göttlichem Ursprung, sagt die Bibel. Musik gab es, bevor es irgendwelche Sünde gab. Aber Sprache ist auch Gottes Werk. Wer hat die Sprache gemacht von Adam? Gott. Er konnte am Tag seiner Erschaffung konnte er sprechen und sogar dichten. Und in Babel hat Gott verschiedene Sprachen für die verschiedenen Völker erschaffen. Also Sprache ist Gottes Werk. Und jetzt setzen wir anstatt Musik Sprache ein. Sprache in jeglicher Form ist von Gott gegeben. Etwas von Gott Geschaffenes teuflisch zu nennen, erweitert Satans ohnehin begrenzten Machtbereich und verringert Gottes höchste Gewalt. Das ist Gotteslästerung. Aber Sprache in jeglicher Form bedeutet all die Bücher von so üblem Inhalt, die es gibt und die manche gerade Kantonsschüler lesen müssen. Da muss man, bei vielen Büchern muss man sagen, das ist teuflisch. Das ist wirklich verdrehtes Denken, das da in Sprache ausgedrückt wird. Und da kann man doch nicht sagen, Sprache in jeglicher Form ist von Gott gegeben. Die Sprache. Aber was wir jetzt mit der Sprache und ihren Möglichkeiten tun, das ist unsere Verantwortung. Und wir können die Sprache einsetzen zum Guten, wir können sie einsetzen zum Schlechten. Wir können auch das Gedicht in eine Form bringen, die völlig unnatürlich ist. Das haben wir beim Rap. Nicht wahr? Dort wird eben die dichterische Form in ein Korsett gedrückt. Und da merkt man aber eben beim Rap, dort ist die Sprache nicht mehr natürlich. Sondern sie wird in ein Stahlgitter, rhythmisches Stahlgitter gepresst. Und das ist eben Missbrauch der Sprache. So ist die Sprache nicht gemeint. Hans Arvid Willberg schreibt in seinem Buch Streit um Töne, die Christen und die Rockmusik, Brunnenverlag 1991. Alles ist euer, ist uns gesagt. Also auch für Stärkeranlagen, elektrische Gitarren, Schlagzeug, grundsätzlich auch jeder Rhythmus, jeder Stil. Wenn die Musik eine herrliche Gabe Gottes ist, dann ist sie es als Ganzes, in der ganzen Fülle ihrer formalen Möglichkeiten. In Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und deshalb ist der Glaubende nicht nur zu einem ganzen Ja zu Gottes Schöpfung aufgerufen, sondern eigentlich sogar dazu verpflichtet. Verweigert er sich diesem Ja, dann fällt er zurück in Gesetzlichkeit. Laut Galater 5,1. Und dadurch verliert er an missionarischer Stoßkraft, weil er seine gottgeschenkte Kreatürlichkeit und Kreativität mit Fleischlichkeit verwechselt und bekämpft. Er entwickelt eine Tendenz zum religiösen Neurotiker. Gut, also nur die Tendenz. Ich habe es noch nicht ganz, ja. Aber die Tendenz ist da. Zum profillosen Mitläufer und starren Verfechter vermeintlicher geistlicher Erkenntnisse. Und da ist wieder der gleiche Denkfehler. Musik kommt zwar von Gott, aber die Musikstücke komponieren wir Menschen. Und wir können sie eben so komponieren, dass sie auch dem Menschen entspricht. Oder wir können sie so komponieren, dass sie eben zum Beispiel Trance auslöst. Und das ist gegen Gottes Wort. Martin Bühlmann von der Vineyard Bern hat gesagt, der Rock'n'Roll hat der Welt eine Sprache gegeben, die alle verstehen. Gott wird diese Sprache nehmen, um den Völkern das Heil zu vermitteln. Und wenn man noch bedenkt, dass das Wort Rock'n'Roll Hurerei heißt, und Epheser 5 wird gesagt, wir sollen dieses Wort nicht einfach so verwenden. Hurerei werde nicht einmal unter euch genannt, gleich wie es Heiligen geziemt. Nicht ein Unterhaltungsthema, dann ist das schon krass. Natürlich, diese Musik hat jetzt nicht nur den Westen erobert, sondern die ganze Welt. Die gleiche Musik hört man in Thailand. Und man hört sie auch in Afrika, in Togo und in Ghana und Benin. Und man hört sie auch in Südamerika, überall. Peter Strauch
Einst Vorsitzender der Evangelischen Allianz hat sich in Idea Spectrum Nummer 18, Mai 94 so ausgedrückt, zusammengefasst: Christen können alle Stilarten von Musik hören und auch selbst machen. Zweitens hat er gesagt, die christliche Rockmusik gibt es nicht. Auch heute gängige Musikstilarten, Klassik und Rock, haben ihre Wurzeln im Heidentum. Das stimmt nicht. Die Klassik hat nicht ihre Wurzeln im Heidentum, sondern geht musikgeschichtlich zurück auf die frühchristliche Musik, die aus Israel kam. Die Wurzeln liegen im Alten Testament. Das ist also geschichtlich ganz falsch. Aber der Rock hat die Wurzeln, was die Rhythmik anbetrifft, im Heidentum. Und dann sagt er weiter, christliche Musik, das sei einfach Musik, die Christen ausführen. Und entscheidend sei, man muss sich fragen, wer soll mit Musik erreicht werden? Was soll bewirkt werden? Und auf diese Weise komme man dann zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Musik. Aber noch wichtiger ist, was Rick Warren in The Purpose-Driven Church, Kirche mit Vision, schreibt. Er hat ein ausführliches Kapitel über Musik. Und obwohl der Untertitel heißt Growth without compromising your message and mission, also Gemeindewachstum ohne Kompromiss bezüglich Botschaft und Mission, da schreibt er, die Wahl der Musik in der Gemeinde sei eine der wichtigsten Entscheidungen im Blick auf Gemeindebau. Und weiter sagt er, man kann keine Musikstile als gut oder schlecht bezeichnen. Aber wir haben gesehen, man kann die motorische Rhythmik als Stilmittel wirklich als schlecht bezeichnen. Muss es sogar. Dann sagt er wieder, es gibt keine christliche Musik. Also Musik sei gewissermaßen neutral. Und er sagt, wähle die Musik gemäß dem Geschmack der Leute, die du erreichen willst. Und weiter bezeugt er, nach dem Entscheid bei ihnen in Saddleback für Rock- und Popmusik, so nennt er die christliche Anbetungsmusik, die charismatischen Lobpreislieder nennt er Rock- und Popmusik in Saddleback, ist das Gemeindewachstum explodiert. Darum sagt er, das ist ganz entscheidend. Dort findet man den Schlüssel, ob Gemeinden wachsen oder nicht. Aber der Schlüssel ist eben in der motorischen Rhythmik. Schon interessant, nicht wahr? Jetzt möchte ich aber noch weiterfahren. Wir haben einfach gesehen in der Musikgeschichte, wie die Musik Israels nach Europa kam und die heidnische Musik verdrängte. Aber das waren einstimmige Lieder. Eben wie und so waren die frühchristlichen Lieder waren einstimmig, so wie in aller Welt einstimmig gesungen wurde. Mehrstimmigkeit gab es damals gar nicht. Vom 1. bis zum 9. Jahrhundert wurden darum die Lieder mündlich überliefert. Das war auch möglich. Alle konnten das auswendig lernen. Und man musste es mündlich machen, weil keine Notenschrift gebräuchlich war. Aber ab dem 9. Jahrhundert kommt eine Notation hinein in die Kirche. Und zwar sieht man die hier, das sind die sogenannten Neumen. Und die gleichen sehr stark diesen Zeichen, die wir in der Bibel haben, in der hebräischen Bibel. Und da werden nur einfach ungefähr die Tonhöhen angedeutet, also nicht so genau. Und man kann also nur die Lieder singen, wenn man sie schon einmal gehört und gekannt hat. Dann helfen diese Andeutungen der Tonhöhen, diese Neumen. Ab dem 11. Jahrhundert kommt die Schrift mit Notenlinien auf, durch Guido von Arezzo.
Und jetzt könnten die Tonhöhen ganz eindeutig notiert werden. Ab dem 13. Jahrhundert werden nebst den Tonhöhen auch die jeweilige Tondauer bezeichnet. Jetzt wird es noch genauer. Und seit dem Ende des 17. Jahrhunderts gibt es die moderne Notenschrift, wie wir sie heute kennen. Und damit genau für die Musik des Barock, kann man sagen. Jetzt möchte ich ganz kurz erklären, wie die Mehrstimmigkeit entstanden ist. Wir haben gesehen, also ursprünglich nur einstimmige Lieder. Und dann hat man die Idee gehabt, wir könnten, aber erst ab dem 9. Jahrhundert, das Lob Gottes erhöhen durch eine Mehrstimmigkeit. Wie wäre das mit einem Bordun? Ein Liegeton. Also einer singt. Halleluja. Gut. Das ist ein bisschen langweilig, aber jetzt zusammen. Die anderen singen darüber. Halleluja, Halleluja. Der Ton klingt immer noch. Nehmen wir doch eine Orgel, dann klingt es auch wirklich weiter. Halleluja, Halleluja. Einfache Mehrstimmigkeit. Und dann kam man auf die Idee, man könnte doch auch im Abstand von 4 Tönen singen. Oder von 5 Tönen. Hier ein Beispiel von einem Organum. Rex Köli, Domine, Maris und Isoni. König des Himmels, o Herr. Sind die beiden Stimmen wieder zusammen. Die haben also zusammen angefangen, sind auseinandergegangen, bis sie 4 Töne Abstand hatten. Und laufen jetzt einfach in dem Abstand von 4 Tönen und dann gehen sie wieder zusammen. Und da hat man schon eine einfache Zweistimmigkeit. Und später hat man auch eine Dreistimmigkeit entwickelt, bis man zur Vierstimmigkeit kam. Und die Motivation dahinter war, das Lob Gottes soll so großartig wie möglich sein. Und diese Entwicklung hin bis zum vierstimmigen Choral, die ist einzigartig in der Weltgeschichte. Das hat sich nur in Europa, aber im Rahmen des Christentums entwickelt. Und Bach hat dann diese Mehrstimmigkeit zum Höhepunkt geführt. Und der Bach-Choral ist gewissermaßen das Vorbild geworden überhaupt für Choräle schreiben. Und anhand der Bach-Choräle kann man komponieren lernen. Wenn man das wirklich, wirklich beherrscht und verstanden hat, dann kann man Sonaten schreiben, dann kann man Sinfonien komponieren und so weiter. Wie kam man auf die Idee der Mehrstimmigkeit, die dann schließlich eben als Grundlage hat, den Dreiklang beziehungsweise Vierklang? Wie kam man auf die Idee? Nun, das ist in der Natur vorgegeben. Wenn man eine Posaune nimmt und den untersten Ton bläst oder ein Alphorn, dass er keine Klappen hat, einfach den untersten Ton blasen, hat man vielleicht dieses C. Und jetzt, wenn man ein bisschen überbläst, dann kommt eine Oktave höher heraus. Noch ein bisschen mehr blasen, dann kommen 5 Töne höher. Noch mehr, 4. Und jetzt wird's interessant. Ha, das ist der Dur-Dreiklang. Und wenn man noch weitergeht, haben wir den Viertklang, den Dominant-Septakkord. Und dann bläst man weiter. Kommen all diese Töne raus. Also physikalisch hat das Gott in der Natur schon vorgegeben. Man kann das auch mit den Saiten herleiten.
Wenn man die Saite in der Mitte hält, dann kommt eine Oktave höher. Und wenn man dann wieder teilt und so weiter, kann man auch diese Reihe kriegen. Und da ist also der Dreiklang vorgegeben, der Dur-Dreiklang. Und wenn man den Dur-Dreiklang spiegelt an einer Spiegelachse, dann ergibt das den Moll-Dreiklang. Das ist einfach die Spiegelung von Dur. Und das ist die Grundlage eben für den vierstimmigen Choral, wo das Wort ganz stark im Zentrum ist. Also jedes Wort, einsilbige Wort, hat einen Ton oder jede Silbe. Und dann wechselt man die Harmonien ganz schnell mit jedem Wort und mit jeder Silbe kommt wieder ein anderer Akkord in einer anderen Stellung. Und so weiter. Die Barockmusik, also als die moderne Notenschrift da war, 1600 bis 1750 war die Zeit, als die großen Entdeckungen des Weltalls gemacht wurden. Kepler und Newton entdeckten Gesetzmäßigkeiten, dass man den Lauf der Planeten mathematisch berechnen kann. Ganz Europa war unter dem Eindruck dieser Harmonie am Himmel und die Planeten stoßen nicht zusammen. Aber alles ist mathematisch genau vorgegeben und nachzuvollziehen. Und darum war Europa so unter dem Eindruck, weil auch die Reformatoren damals gesagt haben, die Bibel ermutigt zur wissenschaftlichen Erforschung der Natur, um dadurch die Größe Gottes zu erkennen. Und so hat man begonnen, die Musik so zu komponieren, dass sie zur Ehre des Schöpfergottes sein sollte. Die Ordnung und Harmonie in der Schöpfung sollten in der Musik wieder gespiegelt werden. Und darum hat Bach zum Beispiel Fugen komponiert. Nur ein kleines Beispiel einer fünfstimmigen Fuge. Ja, eine Fuge ist eine Art Kanon. Das ist das Thema. Ja, das ist das Thema. Und jetzt kommt das in einer zweiten Stimme, dann in einer dritten Stimme, einer vierten Stimme, einer fünften Stimme. Das ist der erste Teil dann fertig und es geht weiter. Jetzt einfach, dass man das mal hört. Und das soll also nachbilden, so wie die Planeten alle in Ordnung, ohne sich gegenseitig zu stoßen, nach mathematischen Gesetzen laufen. Fünfte Stimme. Und so weiter. Dann macht er Kunststücke im Weiteren. Und am Schluss das größte Kunststück. Da bringt er dieses Thema noch einmal in jeder Stimme, aber nur um einen Ton verschoben. In jeder Stimme, nachzeitig, immer um einen Ton verschoben. Es gibt kein Chaos. Ich spiele ein bisschen voraus und dann sage ich jetzt und dann kommt die erste Stimme und dann geht's so los. Ja? Einfach, dass man das mal gehört hat. Ich setze irgendwo kurz vorher rein. Jetzt.
Ja, also da, was nicht ganz stimmte, das war mein Fehler, weil ich im Dunkeln einfach nicht gut lesen kann. Aber sieht man einfach, in Harmonie geht das weiter. Diese Musik war Musik zur Ehre des Schöpfergottes. Und so muss man sagen, das war allgemein unter den Komponisten. Auch bei Händel, Vivaldi, Margello und so weiter, die waren alle durch diese Gedanken geprägt. Musik ist zur Ehre des Schöpfers. Aber dann kam die Zeit der Klassik und da kommt im europäischen Denken der Mensch mehr und mehr ins Zentrum. Und darum ändern sich die Melodien. Die Söhne von Bach, die sagten sich, wir möchten nicht immer nur so gewichtige Melodien schreiben wie unser Vater. Wir möchten auch etwas so Melodien schreiben, wie man sie zum Beispiel unter der Dusche singen würde. Ja? Und darum hat Mozart so komponiert. Ernster werden. Thema. Und so weiter. Also man findet eher eingängige, graziöse und liebliche Melodien, um Freude, Traurigkeit, Melancholie, Jubel auszudrücken. Und das ist auch gottgemäß, denn Gott hat uns ja eben die Lieder gegeben in der Gemeinde, um auszudrücken, was wir für den Herrn empfinden. Sonst könnte man ja auch die Gedichte einfach rezitieren zusammen. Das geht. Wie beim Unser Vater. Das geht, dass alle miteinander das Unser Vater aufsagen. Aber da kann man nicht das Gleiche ausdrücken wie mit einem Choral. Nicht wahr? Das ist einfach anders. Und Gott möchte, dass wir das ausdrücken. Darum muss man sagen, auch die klassische Epoche entspricht immer noch ganz der Schöpfungsordnung Gottes und kommt aus dieser christlichen Tradition heraus. Und dann kommt die Romantik im 19. Jahrhundert und da wird die Musik Ausdruck persönlicher und völlig subjektiver Empfindungen und Gefühle. Mozart hat, sagen wir, ausgedrückt Freude in diesem Stück. In diesem Stück Traurigkeit. Aber das musste nicht seine persönliche Empfindung sein. Zum Beispiel die E-Moll-Sonate für Violine und Klavier, die hat er komponiert, nachdem er gehört hatte, dass seine Mutter gestorben war. Das war schlimm für ihn. Und er konnte nicht ans Begräbnis gehen, er war viel zu weit weg. Aber wenn man die Sonate hört, sie ist schon melancholisch. Aber das drückt nicht das aus. Das war nicht seine Gefühle, war nicht unbedingt genau seine Gefühle. Und in der Romantik, da wird die Musik Ausdruck ganz persönlicher und völlig subjektiver Empfindungen und Gefühle. Und man sucht die Grenzen. Eben die Klavierkonzerte werden immer schwerer und virtuoser. Zum Beispiel, das hätte man sich früher nie vorstellen können bei Mozart oder bei den Bach-Söhnen. Solche Läufe mit Oktaven. Und so weiter. Und die Orchester werden immer größer. Und man geht mit den Tonarten bis an die Grenze.
man fragt, ist das noch in der Tonart? Und wenn man die Noten genau ansieht, ja, natürlich, sind wir noch in der Tonart. Aber man hört das nicht mehr. Durch Chromatik wird das manchmal etwas verschleiert. Aber es ist immer noch genau tonal. Und dann kommt das 20. und das 21. Jahrhundert. In der sogenannten klassischen Musik oder ernsten Musik kommt das Durchbrechen der Tonalität. Und zwar genau in der Zeit, wo auch immer mehr Intellektuelle sich von Gott und der Bibel entfernen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Masse kam erst später mit diesem Abfall von Gott. Und das hat sich dann ausgedrückt, wir wollen nicht mehr diesen Dreiklang. Das ist langweilig. Immer weiß man genau am Schluss, jetzt weiß ich, was kommt, oder? Außer zwischendrin mal, wenn man, was kommt jetzt? Ja, das war aber der Druckschluss. Der tief alterierte Druckschluss aus der 6. Stufe. Aber eben, nichts mehr mit dem, sondern... So wie die RS2 im Abend. Und das war ein Bruch mit der Vergangenheit, aber gleich, das fiel zusammen mit dem Bruch mit dem Christentum und mit der Bibel. Und in der Unterhaltungsmusik in der gleichen Zeit, dort bleibt man, ich war beim Dreiklang, man bleibt beim Dreiklang natürlich, aber in der Unterhaltungsmusik ersetzt die motorische Rhythmik den Atemrhythmus. Und damit wird die Schöpfungsordnung durchbrochen. Und hängt direkt zusammen mit einem Bruch, der in Europa und Amerika nach 2000 Jahren Christentum gekommen ist. Und darum müssen wir sehen, da ist eine Trennlinie. Und das können wir doch nicht in die Gemeinde hineinnehmen. Genauso wenig wie wir die Atonalität. Wer wollte einen Bibeltext singen? Es gibt Komponisten, die haben so Psalmen vertont. Dann merkt man, es ist ein Bruch, das geht gar nicht. Und darum auch die motorische Rhythmik geht nicht. Es ist ein Bruch mit der Schöpfungsordnung und mit den Geboten Gottes. Und so können wir also die Frage ganz klar bejahen, ist Musik wirklich neutral? Nein. Und wir haben wirklich Kriterien, um das zu beurteilen. Und ich hoffe, dass jetzt das geholfen hat, damit man auch selber den Unterschied merkt, wenn man ein Lied hört oder ein Musikstück hört. Ist das jetzt motorisch? Man kann mitklopfen und schauen, ist jeder Schlag genau gleich? Oder ah, da geben Sie nach. Aha, das ist jetzt eben atemrhythmisch. Und da wird nicht nachgegeben, das ist Musik, die eben das Rauschhafte fördern soll. Und darum spielt eben der charismatische Lobpreisgesang eine ganz wichtige Rolle für die charismatische Bewegung mit ekstatischen Erfahrungen wie Umfallen, Zungenreden, wo man ja beim Hirn messen kann, wie gewisse Hirnteile dann runtergefahren werden. Das hat Andrew Newberg bewiesen. Mit Spekt hat er das gemessen. Und darum, diese Musik ist ganz, ganz grundlegend. Ohne die könnte die charismatische Bewegung gar nicht richtig leben. Und dann, man muss diese Musik wegtun und dann merkt man, was noch bleibt. Ja, und so möchte ich schließen mit Philipper 4, Vers 8, wo der Apostel Paulus sagt, ganz allgemein, für alle Bereiche des Lebens, aber eben auch der Musik, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Ja. Dann wollen wir noch zum Schluss miteinander beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir in Ruhe und Frieden an diesem Tag so zusammen sein dürfen, um über dein Wort nachzudenken und auch gerade über dieses wichtige Thema der Musik, das so viel verändert hat in den vergangenen Jahrzehnten, gerade in den Gemeinden. Und wir bitten dich, Herr Jesus, dass du uns hilfst, wirklich deinen Weg zu gehen. Und dass wir doch auch in dieser Falle der Endzeit wirklich deine Hilfe und dein Durchtragen erleben dürfen. Amen.